Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In diesem Video geht es um einen geklärten Mordfall aus Australien. Das Opfer war Celeste Manneau. Celeste Manneau wurde am 22. November 1996 in Melbourne, Australien, als Tochter von Tony Manneau und Aggie Di Mauro geboren. Sie hatte auch einen älteren Bruder namens Alessandro. Als sie aufwuchs, tanzte Celeste gern und war ein beliebtes Mädchen. Sie stand ihrer Mutter Aggie besonders nahe, und zwar so sehr, dass Aggie ihre Tochter auch im Alter von 23 Jahren noch jeden Abend ins Bett steckte. Im Juni 2019 arbeitete Celeste in einem Callcenter und hatte sich bis zur Teamleiterin hochgearbeitet. Eines Tages musste sie einen anderen Mitarbeiter, den sie nur kurz kannte, aus dem Gebäude begleiten, nachdem er entlassen worden war. Celeste kannte den Mitarbeiter nicht, hatte aber Mitleid mit ihm. Bevor sie sich trennten, entschuldigte sich Celeste bei dem Mann und streckte ihre Hand aus, um seine zu schütteln. Doch bevor sie etwas tun konnte, ergriff der Mann Celeste und küsste sie auf die Wange. Dies war Celestes erste direkte Begegnung mit dem 35-jährigen Luai Nada Sako. Die Begegnung war Celeste peinlich und am Abend erzählte sie ihrer Mutter alles, als sie nach Hause kam. Ihre Mutter dachte sich nichts dabei und erklärte Celeste, dass der Mann wahrscheinlich in sie verknallt sei. Als sie erkannte, dass ihre Mutter recht hatte und es sich nur um eine harmlose Schwärmerei handelte, ließ Celeste den peinlichen Vorfall hinter sich. Schließlich war sie seit kurzem mit Chris Risdale zusammen, einem Mann, der im selben Callcenter wie Celeste arbeitete. Nur wenige Tage, nachdem Luai entlassen worden war, kontaktierte er Celeste auf Instagram. »Ich kann nicht aufhören, an dich zu denken«, schrieb er. »Ich kann deine Augen und dein wunderschönes Lächeln nicht aus meinem Kopf bekommen.« Erschrocken vertraute sich Celeste erneut ihrer Mutter an. Von diesem Zeitpunkt an war Luai immer auf Celeste fixiert und bombardierte sie mit immer intimeren Nachrichten. »Ich habe noch nie in meinem Leben so für jemanden empfunden. Ich bin völlig vernarrt in dich, gefangen und fasziniert von dir. Ich würde mein Leben und die ganze Welt für dich geben, nur um mit dir zusammen zu sein.« Celeste antwortete höflich und teilte Luai mit, dass sie diese Gefühle nicht erwiderte und ihn bat, sie in Ruhe zu lassen, da sie sich bei seinen unerwünschten Annäherungsversuchen unwohl fühlte. Aber es scheint, dass ihre Ablehnung ihn nur noch mehr anspornte. Celeste schrieb ihm: »Hören Sie auf, mich zu kontaktieren, da ich mich dabei sehr unwohl fühle. Bitte respektieren Sie meine Wünsche und hören Sie auf.« Trotz Celestes Bitten an Luai blieben seine Nachrichten konstant. Mit der Zeit wurden sie immer bösartiger. In einer Nachricht schrieb er: »Ich liebe dich von ganzem Herzen, also verzeih mir, wenn ich das sage, aber du bist lahm.« Celeste blockierte Luais Konten, aber kaum hatte sie das getan, legte er weitere Profile an, um sie zu belästigen. Und dieses Stalking wurde immer unerbittlicher. Celeste beschloss, nicht länger auf Luai einzureden, begann stattdessen, seine Nachrichten zu ignorieren. Das machte die Sache noch schlimmer, denn Luais Verzweiflung wuchs. In einer langen Nachricht an Celeste wurde er wütend und behauptete, dass er sich nicht von den meisten Frauen unterscheide und dass er jedes Gramm Energie darauf verwenden würde, der Welt zu beweisen, dass er jemand ist. Er schwor, sie nicht mehr zu kontaktieren. Leider konnte er dieses Versprechen nicht halten. Celestes Freund Chris hatte inzwischen über den Schmerz gesprochen, den die Belästigung auf Celeste ausübte. Sie war verängstigt und konnte wegen des unerbittlichen Stalkings weder essen noch schlafen. Ihre Mutter Aggie äußerte gegenüber ihrer Tochter die Sorge, dass er herausfinden könnte, wo sie wohnt. Aber Celeste wies die Bedenken ihrer Mutter schnell zurück und erklärte, dass er sich bald langweilen und aufhören würde, wenn er akzeptiere, dass sie kein Interesse habe. Aber leider tat er das nicht. Und dies war nur ein kurzer Einblick in das Grauen, das noch kommen sollte. Nach 6 Monaten beschlossen Celeste und Aggie schließlich, dass es genug war. Sie machten sich auf den Weg zu ihrer örtlichen Polizeistation, um Anzeige zu erstatten. Doch die Polizei teilte den Frauen mit, dass Luai kein Verbrechen begangen habe und daher nicht unternommen werden könne. Der Beamte, mit dem sie sprachen, wandte sich an Celeste und sagte ihr, sie solle ihn einfach ignorieren. Nachdem sie dem Polizeibeamten gesagt hatte, dass sie genau das bereits getan hatte, antwortete dieser: »Das ist heute nur noch in den sozialen Medien so. Wenn Ihnen das nicht gefällt, dann gehen Sie weg von den sozialen Medien.«
Nachdem sie abgewiesen wurde, fühlte sich Celeste noch hilfloser und verletzlicher. Die Polizei war nicht bereit zu helfen und hatte nicht einmal Luas Namen aufgenommen. In den nächsten 6 Monaten sollte es noch schlimmer werden. Lua Sarko wurde bald außerhalb von Celestes Arbeitsplatz gesichert. Er hatte nun begonnen, ihr zu folgen und hatte sogar herausgefunden, wo sie wohnte, nachdem er ihr eines Abends nach der Arbeit nach Hause gefolgt war. Die Instagram-Nachrichten, die er nun verschickte, waren sexuell explizit geworden. »Hat sich schon mal ein Tier auf dich gestürzt, Celeste?« schrieb er. »Ich will Spaß, Celeste, wenn du meinen Körper für einen Tag hättest. Was würdest du mit mir machen?« »Ein Single-Mädchen wie du wechselt zwangsläufig männlichen Geschlechtsteil zum anderen. Wahrscheinlich, weil du tief im Inneren weißt, dass du pervers bist. Das macht dich zu einer Schlampe.« Es schien, dass Lua Sarko sich nun ausmalte, was er mit Celeste auf die vulgärste Weise tun wollte. Celeste und ihre Angehörigen waren nun äußerst besorgt über Luai und seine Absichten mit ihr. Celeste und Ergi gingen noch einmal zur Polizei. Diesmal hatten sie mehr Erfolg. Der Polizeibeamte, mit dem sie diesmal sprachen, war mehr bereit, ihnen zuzuhören. Er nahm eine vollständige Aussage von Celeste auf und notierte sich die Daten von Lua Sarko. Er riet Celeste sofort, eine Interventionsanordnung zu erwirken. Luai wurde bald darauf eine Interventionsanordnung zur persönlichen Sicherheit zugestellt, was bedeutete, dass es ihm verboten war, mit Celeste in Kontakt zu treten und dass er verhaftet würde, wenn er sich dieser Anordnung widersetzte. Ergi war jedoch nicht davon überzeugt, dass ihre Tochter in Sicherheit war und warnte ihre Tochter. »Das ist nur ein Stück Papier, Süße. Vergiss das nicht.« Ein Monat lang sah es so aus, als hätte die Interventionsanordnung funktioniert, bis ein dreiseitiger Brief auf Celestes Instagram-Account auftauchte. Es war Lua Sarko, der wieder da war. Diesmal flehte er Celeste an, aufzuhören, sein Leben zu ruinieren. »Bitte sieh ein, Celeste, bitte, Celeste, der Ball liegt bei dir. Es liegt Verzweiflung in meiner Stimme, denn ich habe Angst. Ich habe Angst, dass mein Leben schnell entgleist und aus der Bahn gerät. Alles, wofür ich gearbeitet habe, was ich verbessert habe, scheint plötzlich zu verschwinden. Aber es ist noch Zeit, das rückgängig zu machen. Celeste, bitte machen Sie das rückgängig«, waren nur einige Worte in dem Brief. Im weiteren Verlauf des Briefes gab er Celeste die Schuld an den Schwierigkeiten, in denen er steckte, und übernahm keine Verantwortung für sein eigenes Handeln. »Nur du kannst das beenden, Celeste. Bitte beende diesen Unsinn, indem du die Verfügung zurückziehst und die Anklage gegen mich wegen Stalking und Belästigung einstellst. Und wenn du die richtige Entscheidung triffst, Celeste, können wir beide weitermachen und endlich unseren Seelenfrieden haben.« Nachdem er gegen die Anordnung verstoßen hatte, alarmierte Celeste die Polizei. Diese reagierte und verhaftete Luai. Sowohl für Aggie als auch für Celeste war das ein Moment der Erleichterung. Die Mutter und die Tochter dachten, der Albtraum sei endlich vorbei. Leider irrten sie sich. Und Luas nächster Schritt bestand darin, eine Waffe zu kaufen. Währenddessen begann Celeste endlich ihr Leben zu genießen. Unbeschwert und zum ersten Mal seit einem Jahr musste sie nicht mehr dauernd über ihre Schulter schauen. Sie genoss sogar eine Verabredung in der schönen Stadt Fitzroy in Melbourne. In einer Bar mit Dachterrasse mit ihrem Freund Christopher. Einer seiner schönsten Erinnerungen an die beiden. Was das junge Liebespaar zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, war, dass dies einer der letzten Orte war, die sie gemeinsam besuchen würden. Ihr letztes gemeinsames Foto würde sie beide an einem strahlenden Sonnentag lächelnd in eine Kamera schauend zeigen. Celeste konnte es kaum erwarten, das Bild in ihren sozialen Medien zu veröffentlichen. Doch genau dieses Foto sollte Lua Sarko dazu bringen, seine bisher schrecklichste Tat zu begehen. Eine, die Celeste Mano das Leben nehmen und sich für immer von ihrer Familie trennen würde. Nachdem er aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden war, hatte Lua erneut damit begonnen, Celeste zu stalken. Er überwachte ihre Beiträge in den sozialen Medien, um herauszufinden, wo sie sich aufhielt, was sie vorhatte und mit wem sie zusammen war. Er beobachtete auch ihre Wohnung und fand heraus, welches Zimmer im Haus ihr gehörte, indem er die Fenster und die Aktivitäten dahinter beobachtete. Es war der 16. November 2020, als Celeste und Aggie die einzigen waren, die sich zu Hause befanden. Es war Schlafenszeit und sie hatten einander gerade gute Nacht gesagt. Die einzige Erinnerung, die Aggie an ihre Tochter hatte, war,
wie sie an Celestes Schlafzimmertür stand und sie fragte, ob sie das Licht im Schlafzimmer an- oder ausschalten wollte. Celeste hatte ihrer Mutter gesagt, sie soll es anlassen, da sie es selbst ausmachen würde, wenn sie fertig sei. »Okay, ich liebe dich«, sagte Ellie zu Celeste. »Ich liebe dich noch mehr«, hatte Celeste geantwortet, als ihre Mutter die Schlafzimmertür schloss. Kurz vor 4 Uhr morgens stürmte Lual Sarko, bewaffnet mit einem Hammer und einem großen Küchenmesser, durch Celestes Schlafzimmerfenster und griff sie gewaltsam an. Als Aggie das Zerspringen von Glas und einen lauten Tumult hörte, stürzte sie aus dem Bett und schrie Celestes Namen, während sie zum Schlafzimmer ihrer Tochter eilte. Als sie das Zimmer ihrer Tochter betrat, stand sie barfuß im Glas. Als sie das Blut im Zimmer ihrer Tochter bemerkte, rannte sie schreiend zu Celeste und fragte, was passiert sei. Als Aggie versuchte, ihre Tochter aus dem Bett zu ziehen, bemerkte sie, dass Celeste leblos war und sich nicht bewegte. Draußen zeigten die Sicherheitsvideos, wie Lual Sarko in seinem Auto flüchtete. Aggie kämpfte verzweifelt um das Leben ihrer Tochter und flehte sie an, sie nicht zu verlassen, aber leider war es zu spät. Celeste Manu war tot. Die Rettungskräfte trafen schnell in der Wohnung ein und die Polizei teilte Aggie mit, dass es sich nun um einen Tatort handelte. Im Schlafzimmer, in dem Celeste getötet worden war, wurde ein Messer gefunden. Als Aggie dies hörte, geriet sie in Panik und schrie, oh mein Gott, er hat sie umgebracht. Die Beamten waren beunruhigt, als sie hörten, dass Aggie behauptete, zu wissen, wer ihre Tochter getötet hatte, und nahmen den Namen von Lual Sarko auf. Ein später durchgeführter Autopsiebericht ergab, dass Celeste Manu in einem rasenden Angriff insgesamt 23 Mal erstochen worden war. Es war ein Stich direkt in ihr Herz, der sie getötet hatte. Als sie schlafend in ihrem Bett lag, hatte Celeste keine Chance gegen Lual Sarko gehabt. Doch seine böse Tat war noch nicht zu Ende. Sein nächster Schritt bewies, wie vorsätzlich der Mord gewesen war. Er fuhr direkt zur Polizeistation, um sich zu stellen. Er forderte die Beamten auf, ihn zu erschießen und gab den Strafverfolgungsbehörden die Schuld an ihrem Mord. Es war klar, dass Lual versuchte, mit einer Freiheitsstrafe wegen geistiger Behinderung davonzukommen. Aggie begann schnell, sich mit dem Gesetz vertraut zu machen, um auf das, was kommen würde, vorbereitet zu sein. Je mehr sie jedoch über das Justizsystem erfuhr, desto wütender wurde sie. Der Fall ging in den nächsten 3 mühsamen Jahren immer wieder vor Gericht, bis sich Lual Sarko schließlich des Mordes an Celeste schuldig bekannte. Allerdings erst, nachdem es ihm nicht gelungen war, die Psychiater davon zu überzeugen, dass er geisteskrank war. Vor Gericht war Lual Sarko gezwungen, eine glühende Kugel, in Anführungsstrichen, aus der Asche seines Opfers zu betrachten, während er seiner Verurteilung folgte. Die ganze Zeit über rief Aggie ihm zu, sie ist tot, sie ist tot. Sieh es dir an, sagte sie, du weißt, was passiert ist, es ist deine Schuld. Lual, der jetzt 39 Jahre alt war, versuchte seinen Blick von der leuchtend blauen Statue abzuwenden, die neben Aggie stand, als sie vor Gericht über ihre Tochter sprach. Das Ergebnis der Verurteilung wurde für Celestes Familie nur noch mehr Herzschmerz bedeuten. Aggie war besonders erschüttert, als sie hörte, dass der Mörder ihrer Tochter für mindestens 30 Jahre ins Gefängnis gehen würde. Lual Sarko hatte während der gesamten Urteilsverkündung keine Emotion gezeigt und keine Reue. Später sprach sie vor dem obersten Gerichtshof Victorias, umgeben von Celestes Vater und Bruder, und brachte zum Ausdruck, dass sie von den Behörden Victorias im Stich gelassen worden war. Wir wurden gezwungen, dem System zu vertrauen, in das wir vor 3 Jahren den Glauben verloren haben, sagte sie. Es hat Celeste damals im Stich gelassen und es lässt sie jetzt wieder im Stich. Außerhalb des Gerichts sagte Aggie, dass die Gesetzesreform zum Thema Stalking, die ihr nach Celestes Tod versprochen wurden, immer noch nicht umgesetzt wurde. Ich habe 3,5 Jahre lang endlose Treffen gehabt. All diese Leute, die sich mit mir trafen, machten Versprechung, Verpflichtung. Sie wollten mit dem Bericht der Victorian Law Reform Commission über die Stalking-Gesetze beginnen. Der VLRC-Bericht wurde vor weit über einem Jahr vorgelegt. Ich warte und warte, bis ich nicht mehr warten konnte und mir klar wurde, dass die Tür geschlossen war. Es wurden viele Versprechen gemacht, von denen keines eingehalten wurde. Ja, das ist wieder so ein Fall, wo man einfach daraus lernen kann, dass man Stalking schon ernst nehmen sollte und auch dort massiver einschreiten sollte. Aber nur wie? Das ist natürlich die Frage.
Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss.